Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von uns. Genau uns, weil wir haben heute einen Gast hier bei uns. Das ist der Felix, den kennen die meisten ja aus den Vlogs. Und wir drehen heute ein ganz beliebtes Video und zwar ein FAQ, ein Q&A über unsere Beziehung. Das heißt, ich habe euch auf Instagram gefragt nach Fragen über unsere Beziehung und die werden wir heute oder jetzt beantworten. Viel Spaß! Genau. Also, die erste Frage: Wie lange seid ihr zusammen? Heute ist der vierte. In 4 Tagen sind wir 4 Jahre zusammen. In 5 Tagen. In 5 Tagen sind wir 4 Jahre zusammen. Also, am 9.12.2014 sind wir zusammengekommen. Und ja, seitdem sind wir zusammen. Die nächste Frage: Wer hat den ersten Schritt gemacht? Das warst du, weil du hast mich als erstes geküsst. Also, ja, du hast mich als erstes. Nee, also du hast meine Fotos alle geliked. Damit hast du ja eigentlich den ersten Schritt gemacht. Dann habe ich geantwortet, habe ich sie angeschrieben darauf, weil ich halt wissen wollte, wer sie ist. Dann habe ich also damit den ersten Schritt gemacht und dann hat sie mich beim Treffen das erste Mal geküsst. Also ich würde sagen, wir haben beide den ersten Schritt gemacht. Aber ich habe dich zuerst geküsst. Nächste Frage, beziehungsweise keine Frage, sondern eher so, ja, wie war euer erstes Date? Was habt ihr gemacht? Was haben wir gemacht am ersten Date? Wir haben uns getroffen. Wir waren Naja, man weiß gar nicht, welches war denn jetzt das erste Date? War das bei Lidl? Da waren wir ja noch gar nicht zusammen. Oder das erste richtige Date? Am See. Also ich würde sagen, wir haben das erste richtige Date war am See. Wir sind einfach um den See einmal rum so und wir haben uns Spazieren gegangen. genau sind da eigentlich haben uns getroffen. Es war schon dunkel, das war Es war Regen. Winter. Ja, und das, naja, so später Herbst, ne? Nee, gar nicht, das war Winter. Ja, Dezember. Ja, also es war Winter und es war kalt und es hat geschneit. Nee, es hat nicht geschneit, es war einfach kalt und Es nass hat und geregnet, es hat sehr viel richtig geregnet. geregnet. Und wo wir uns das erste Mal getroffen haben, das war auf dem Lidl-Parkplatz. Aber auch nur, weil da hat sie ihr Vater. Nee, wir haben uns nicht auf dem Lidl, wir haben uns Beim beim Blumenladen haben wir uns Blumenladen getroffen. getroffen und dann sind wir spazieren gegangen und dann waren wir beim Parkplatz bei Lidl und haben da auf ihren Vater gewartet, bis er sie abgeholt hat. Da waren wir aber noch nicht zusammen. Das war aber am Tag, als wir zusammengekommen sind. Aber ein Video, wie wir zusammengekommen sind, müssen wir auch noch mal drehen. Die nächste Frage: Habt ihr gemeinsame Hobbys? Haben wir. Ja, wir fahren beide leidenschaftlich Motorrad. Ja, das ist, glaube ich, das ist das einzige gemeinsame Hobby. Oder? Ja, doch, ja. Und Longboard fahren haben wir früher gehabt. Oh, stimmt, Longboard von damals, Genau. als wir noch keinen Führerschein hatten. Ja. Da war das so unser Motorradfahren. Die nächste Frage: Wer ist der Eifersüchtigere von euch beiden? Als ein komisches Wort. Du. Meinst du? Ja. Okay, ich würde sagen, er. Nein, also ich würde sagen, du. Ja, ich weiß nicht. Sag das jetzt einfach mal so. Ich finde, das ist so. Gut, also ich bin sehr eifersüchtig, Ich auch, aber nicht so toll. aber ich bin auch nicht mehr so doll eifersüchtig. Also ich war mal sehr Ja, also eifersüchtig. das hat sich nach den 4 Jahren halt irgendwann mal gegeben, dass das nicht mehr so toll ist. Die nächste Frage: Was schätzt ihr am meisten am anderen? Du fängst an, Ich los. schätze an dir am meisten, dass du einfach so bist, wie du bist und dich nicht irgendwie von irgendwelchen anderen Trends und anderen Leuten beeinflussen lässt und einfach so sein willst, wie du selber möchtest. Das ist gut. Und ich schätze am meisten an Felix, dass er immer da ist, wenn, ja, wenn man ihn braucht, oder einfach, dass er ja immer da ist, wenn man irgendwas möchte. Okay, danke. Ja. Die nächste Frage: Wann hattet ihr euer erstes Mal und wie alt wart ihr da? Wann kann ich nicht Na. beantworten, aber ich. Ich weiß. Am 3., nein, am 6.6.2014. Nee, 15. 2015 wird es, Am ja. 6.6.2015. Okay, das wusste ich jetzt nicht, aber ich weiß, dass ich da 14 war. Ah, ganz knapp. Du hast ja am Ende des Monats Geburtstag. Ich war gerade frisch 15.
Die nächste Frage hat eigentlich etwas mit dem Video zu tun, was wir drehen werden, wie wir überhaupt zusammengekommen sind. Also keine Sorge, dazu kommt ein Video und dementsprechend gehen wir darauf nicht weiter ein. Aber wir können ja schon mal so einen kleinen Vorgeschmack geben mit der nächsten Frage, nämlich wo seid ihr oder wo habt ihr euch kennengelernt? Wir haben uns kennengelernt. Also ich habe sie das erste Mal wirklich kennengelernt. Ja, übers Netz. Aber ich habe sie das erste Mal gesehen in Bad Segeberg beim Kino. Ja, ich war mit meinem Ex-Freund am Busbahnhof und er war mit seinen Freunden im Kino und wir haben denselben Bus nach Hause genommen, weil wir in der gleichen Gegend gewohnt haben. Und dann habe ich ihn ein paar Tage vorher schon auf Instagram gesehen, einfach so beim Instagram durchschauen, habe ich sein Profil entdeckt und habe gesehen, dass er aus dem Nachbardorf kommt und er ging mir nicht mehr aus dem Kopf und dann, wie der Zufall es will, habe ich ihn ein paar Tage später wirklich im Bus gesehen und wusste von Anhieb, okay, das ist er. Aber mehr zur Beziehungsgeschichte, wie wir zusammengekommen sind, gibt es auf jeden Fall in einem extra Video. Die nächste Frage, wie viele Kinder wollen wir haben? Also ich hätte gerne 3. Ich auch. Aber ich habe letztes Mal schon gesagt, zu 4 sage ich auch nicht nein, aber 3 ist so das, was ich immer gesagt habe. Also 3 Kinder finde ich ganz schön. Ja. Aber das nächste soll ein bisschen dauern noch. Oh ja. Okay. Die nächste Frage, wer von euch isst mehr? Ich. Felix ist ein Vielfraß. Der passt so viel rein, aber er wird nicht dick. Das ist so gut, oder? Er hat einen super Stoffwechsel. Und ich esse auch viel, aber nicht so viel. Die nächste Frage. Verbringt ihr mehr Zeit bei Felix oder bei mir? Bei Maggie. Ja. Eigentlich fast jeden Tag. Damit erübrigt sich auch die nächste Frage, denn die heißt oder lautet, wie oft übernachtet ihr beieinander? Weil, ja, er schläft irgendwie jeden Tag bei mir. Er fährt von hier aus zur Arbeit und kommt nach der Arbeit auch direkt wieder hierher. Und ist immer nur einen Tag in der Woche nicht zu Hause, also nicht bei mir. Genau, weil ich da dann immer zur Schule gehe und der Weg dann kürzer ist. Ja, deswegen schläft er, wenn er Schule hat, immer bei sich zu Hause und sonst ist er immer bei mir und wohnt hier eigentlich auch schon fast. Ja. Die nächste Frage, hat euch die Schwangerschaft als Paar mehr zusammengeschweißt? Ich würde sagen, ja. Also ich muss ganz ehrlich sagen, seitdem haben wir sehr, sehr viel, sehr, sehr wenig Streit. Also sehr, das sehr stimmt, wenig. Ja. Ich könnte mich jetzt an kein einziges Mal in der Schwangerschaft erinnern, wo wir richtig Streit hatten. Wir machen viel, 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 viel mehr mit unserer Zeit. Also wir haben eigentlich jeden Tag was zu tun. Okay, ich bin oft auf der Baustelle oben. Aber in der Freizeit, also wo ich mal nicht oben bin, sind wir irgendwie immer unterwegs. Und wir haben immer Gründe, warum ich nicht auf die Baustelle kann, weil wir einfach so viel zusammen zu tun haben, was uns echt Spaß bringt. Also das ist was Schönes, ja. Ja, also wir machen so an sich mehr als Paar und ja, einfach genießen es auch mehr, finde ich, weil wir halt zum Beispiel die Einölmomente, wenn wir den Bauch eincremen und so, oder wenn die Kleine wach ist, das genießt man halt einfach viel mehr und das, ja, schweißt einen schon mehr zusammen irgendwie, glaube ich. Ja. Gut, meine Lieben, das war's. Das waren alle Fragen, die, ja, interessant waren, die dabei waren. Und wie gesagt, ein Video zur Beziehung oder beziehungsweise wie haben wir uns kennengelernt. Kommt auch noch, wenn ich diesen Mann mal wieder vor die Kamera bekomme. War diesmal auch ziemlich schwierig, aber ich dachte mir, ich zwinge ihn mal. Ja, dann würden wir einfach sagen, wir hoffen, euch hat es gefallen. Wenn ihr weitere Fragen habt, könnt ihr es gerne in die Kommentare schreiben. Und dann bis ciao, ciao. Zum nächsten Mal. Tschüss.